Dieses Video möchte ich nutzen, um euch den Formel-Editor von Microsoft Word vorzustellen. Wir sind jetzt hier in der Version 2010. Den Formel-Editor gab es auch schon in der Version 2003. Aber ab der Version 2007 bzw. 2010 ist er doch um einiges komfortabler geworden. Ihr findet ihn, wenn ihr hier oben auf Einfügen klickt, auf der rechten Seite unter Formel. Einfach hier auf das Pi klicken. Und dann öffnet sich der Formel-Editor. Dann öffnet sich hier so ein extra Kästchen und nur darin könnt ihr auch dann die Formel bearbeiten bzw. erstellen. Und ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr hier einen Bruch einfügen. Da klicke ich einfach auf Bruch und wähle jetzt in meinem Fall das erste hier aus und kann jetzt hier zum Beispiel schreiben 5 Drittel Eingabe ganz normal über die Tastatur. Jetzt noch so ein paar Hinweise, die vielleicht da im Umgang ganz wichtig sind. Wenn ihr jetzt Klammern macht, könnt ihr das natürlich über die Tastatur machen. So wie ich das hier gerade mache. Sieht aber nicht so schön aus bei dem Bruch hier, weil es eben nicht den ganzen Bruch umfasst. Der Formel-Editor gibt euch da die Möglichkeit, einfach den ganzen Bruch zu markieren und hier bei eckige Klammern einfach die Runden trotzdem auszuwählen. So, und dann habt ihr hier den ganzen Bruch in Klammern. Das funktioniert also bei allen Operationen hier. Dann gibt es hier noch zum Beispiel Script, nennt sich das, warum auch immer. Das wäre zum Beispiel Potenzen könnt ihr dort eingeben, also 5 hoch 3. Dann gibt es auch noch extra hier bei diesen Zeichen hier, zum Beispiel so ein kleines Malzeichen, wer das Sternchen nicht so gern mag, kann hier so ein Mal einfügen. Also ist vielleicht irgendwie, wenn man Arbeitsblätter erstellen will in Mathe, ganz interessant. Und hat hier auch die ganzen griechischen Buchstaben, Alpha, Beta und so weiter. Hier noch ein paar Pfeilchen, also irgendwas steigt, irgendwas sinkt, kann man damit angeben. Auch gut ist natürlich hier die Wurzelfunktion. Da kann man auch nicht nur die zweite Wurzel, sondern auch die fünfte Wurzel zum Beispiel von 3 eingeben. Ich lösche das mal vorher raus, sonst sieht es unübersichtlich aus. Das geht auch. Und halt auch großer Operator. Ich finde die Bezeichnung ein bisschen unglücklich. So, jetzt bin ich rausgesprungen. Formel. So, großer Operator. Also gut, das ist halt hier zum Beispiel so ein Summenzeichen. Und da gibt es dann verschiedene Anordnungsmöglichkeiten. Also ich denke mal, die zwei hier sind die bekanntesten. Sogar Grenzwerte kann man hier eingeben mit Logarithmus und Limes. Sinusfunktion, Cosinus und Tangens, geht alles. Also lässt sich alles sehr schön darstellen. Ist zwar ein bisschen umständlich, weil man ja nicht einfach schreiben kann, sondern eben klicken muss, aber es ist doch einiges komfortabler als eben in den Versionen vorher.